Mischung ergeben von ganz vielen Musikstilen, ne? Die man dann vielleicht teilweise gar nicht mehr Jazz nennen kann, sondern einfach improvisierte Musik vielleicht. Und oft halt schaffe ich es dann, mir das ganze Konzert nochmal anzuhören. Das beruhigt dann manchmal ein wenig, dass ich dann denke, so schlecht war es doch nicht. Manchmal entdecke ich aber auch, das täuscht oft so. Manchmal denkt man auch, das Konzert war super. Alle jubeln, alle war toll. Und am nächsten Tag hörst du es dir an und denkst, boah, jetzt kommt das Stück, das war doch so super gestern. Und dann bist du total enttäuscht, weil es doch nicht so super ist. Ja, ich meine, wenn du hörst, das Konzert war scheiße, bist du dann danach geprüft? Ja, sehr. Echt? Ja, klar. Also das zieht sich in deinem ganz schlimm. In dein Alltagsleben. Ganz schlimm, muss ich sagen. Kannst auch wieder drauf machen. Ja, ja, natürlich. Was ganz, passiert denn da? Ganz schlimm. Nee, ganz schlimm. Es geht aber auch schnell vorüber, weil ich ja einsehen relativ viel spiele. Das heißt, wenn dann natürlich nochmal ein schlechtes da hinterherkommt, das ist natürlich eine Katastrophe. Also der besondere Moment ist der Moment, wo man sich vergessen kann, wo man nicht mehr nachdenkt. Ja, man denkt ja immer unheimlich viel beim Spielen, ne? Das kennst du ja auch. Ne? Und man fühlt sich ja immer wahnsinnig wohl, wenn man diese Gedanken ausschalten kann. Das gelingt aber auch nicht immer. Das heißt, wenn ich wirklich nicht mehr nachdenken muss, sondern es ist im Flow. Es läuft einfach und es ist ja nicht nur dein Moment, sondern es ist ja der Moment mit der Musik und quasi der Moment mit den anderen Leuten. Wenn du nicht alleine spielst, du bist ja mit Leuten. Du bist mit zwei Leuten, drei Leuten, vier Leuten zusammen. Das heißt, die gehören da ja auch zu. Es gehört unglaublich viel dazu. Das bist du nicht alleine. Und ich glaube, ja, aber wenn alle wirklich fokussiert sind, wenn alle wirklich das wollen auch, weißt du, jeder versucht, wenn jeder in der Band versucht, es so gut wie möglich zu machen und seine ganze Leidenschaft und Liebe jetzt in dieses Stück wirft und in diesen Moment und alle sind unglaublich fokussiert und dabei, dann kann das schon passieren.